Nur bei Schaurennen können Sie besondere, sehr seltene und einzigartige Autos erhalten, die den Wert Ihres Fuhrparks deutlich steigern werden. Ja, das erste haben wir schon mal abgeschlossen. Audi-Modells. Hochgeschwindigkeitsverfahren in Audi aus. Was ist besser, neuere Automodelle oder ältere? Diese Frage soll nun endlich beantwortet werden. Sie treten in einem brandneuen Modell gegen die älteren, aber nicht weniger wilden Geschwister an. Diese bekommen einen Vorsprung und Sie müssen sie vor dem Ende der Strecke überholen. Stellen Sie es sich einfach wie eine Geschwisterrivalität vor, mit Motoren. Gott. Na gut. Acceleration is definitely number one. Cornering is number two. Braking is number three. Top speed, although it's cool, it's not so important, so I've got that as number four. But for me, it's all about acceleration and cornering. Die Renntechnik mag Roberts. Okay. Ja, einstellen können wir nix. Nicht. Kappen können wir auch keine von. Na gut. Vielleicht eine Schwierigkeit damit geben. Also nicht. Die haben schon gut Vorsprung. Okay, machen wir nochmal. Wir haben ja 60% Bonus für die Schwierigkeit. Okay, wir machen es auf der gleichen Schwierigkeit nochmal. Wenn es dann nicht klappt, dann drehen wir halt ein bisschen runter. Nur ein bisschen.
jetzt hier ganz links rennen. Bist du wie vorhin, wo ich dachte, es geht dann gleich wieder rechts. Die einzige Möglichkeit, wo wir echt eine Chance haben, auf die Geraden zu pushen, weil wir haben hier eine Beschleunigung und eine Geschwindigkeit. Aber in den Kurven sind wir ungefähr gleich. Ja. Die Fahrfeder von vorne ein bisschen ausgemerzt und schon läuft die ganze Sache. Gut, jetzt können wir fortsetzen. Geil, gibt genau das gleiche Geld. Genau, ich habe jetzt gedacht, jetzt kriegst du hier erstmal 50.000 oder so, weil du gewonnen hast. Ne, gleiches Geld. Ja, wie man am Level jetzt schon mal wieder sieht, ich war ein bisschen wieder im Online-Modus unterwegs. Und der eine oder andere konnte das im Livestream. Gute Arbeit. Dieses Auto gehört jetzt Ihnen. Sie können es ab sofort jederzeit in Rennen einsetzen. Halten Sie immer die Augen nach neuen Schaurennen offen, um Autos zu sammeln, die nirgendwo sonst zu finden sind. Danke. Im Livestream verfolgen. Mal. Nehmen Sie jetzt eine Version oder schon so eine Bewertung ab? Nein, gebe ich jetzt noch nicht. Ja, bin mal hier, mal da im Livestream, also mal auf YouTube, mal sind wir auf Twitch. War eigentlich immer präsent. So, was haben wir jetzt? Schaurennen werden freigeschaltet, wenn Sie Rennen fahren. Welche das genau sind, liegt ganz bei Ihnen. Einiges Trophy Trucks. Supercar ist natürlich auch sehr interessant. Gymkhana, ja, Fokus. Duell mit keinem Block im Fokus. Komm, das machen wir jetzt. Der Rennsport hat bereits viele Rivalitäten erlebt. Hunt gegen Lauda, Prost gegen Senna oder McLaren gegen Ferrari. Eine echte Rivalität bringt das Blut zum Kochen und die Fahrer ans Limit. Der Rallye-Fahrer Ken Block stellt sich auf dieser Strecke als Rivale zur Verfügung. Das ist ihre Chance, sich gegen einen Profi zu beweisen. What helped me get to the level I wanted to get was the passion. I thought about it every day. I want to be in the car every day. I practiced and got to the level that I got to because that passion was there for me to do what I wanted to do. And I wasn't going to stop till I got to the level I wanted to get to. Geil. Kein Block spricht zu uns. Okay, wir haben anscheinend den Fokus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Stimmt, den Truck. So ein Trophy-Truck. Ne? Ach ja.
Okay. Kann ich auch neu starten? Nee. Gut. Versuchen wir mal zwei. Jetzt haben wir uns ein bisschen schon ins Auto gewöhnt. Am Anfang sah es ja gar nicht mehr schlecht aus, ne?
an der Wiederholung sieht das so einfach aus. Ne? Wenn man selber unter dem Steuer sitzt, ein bisschen ausgebogen. Wenn man selber unter dem Steuer sitzt, du bist am Schwitzen nur hier. Nur am Schwitzen. Jetzt kommt wieder eine Linkskurve, die dann gleich in der scharfen rechts reingeht. Okay. Schönes Rennen. Schönes Rennen. Ja, wir haben den Ford gekriegt. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Top Gear Bowling. Auto-Bowling ist der Beweis, dass einfach jeder Sport besser mit Autos ist. Anstelle einer Kugel auf einer Bowlingbahn jagen sie in ihrem Auto als Ersatzkugel nach Pins auf der gesamten Strecke. Eine gute Gelegenheit für Driftübungen. Now bowling with a car is something I'm pretty good at for two reasons. Number one, I've done a lot of dumb stuff in a car in my life. Number two, I took bowling as a class in college. The whole idea is just like when you see a professional bowler, it's all about the spin. You got to get in there and you got to make that car as wide as possible. Think about it from a style point, but also the harder you hit that pin, the harder it hits other pins. Oh God. Gut, können wir was einstellen? Nö. Mit einer schönen Limo driften. Kann ich mal gucken? Ja, geil. So edel wie die ist, die kommt gar nicht aus dem Knick. Dann sind es doch lieber ein Vogel, so dass er was geben kann. Oh Gott. Das macht auf jeden Fall Spaß. Komm, das müssen wir uns nochmal angucken. Von außen sieht man doch ein bisschen mehr.
Wir kennen sie ja nicht anders von Top Gear. Die machen immer so einen Blödsinn, oder? Die Pins. Bumm. Gut. Bis jetzt? Hallo Spiel? Ja, super. Super, super. Mega genial. Das Spiel ist abgekackt. So, da sind wir auch schon wieder. Hoffentlich. Nein, es ist. Okay, ich mach das mal ganz schnell alleine und dann machen wir weiter. Es behauptet zwar jeder Truckhersteller, seine Fahrzeuge seien zäh, doch an diese stahlharten Ungetüme kommt niemand ran. Mit riesigen Motoren und stabiler Federung bringen diese Trucks den Nervenkitzel und Lärm des Bacher 1000 und der Dakar Rally auch in ein Stadion in ihrer Nähe. Ich denke mal, das wird die beste Wahl sein. Die Kiste Traxxas habe ich übrigens auch. Also hier das mit der rundferngesteuerte Dinger von Traxxas. Oh, übrigens Spart. Man spart. Spaß. Ja. Berner Alpen. Rein ins Gemüse. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie viele Runden wir fahren. Okay.
das gibt's nicht, das gibt's nicht, das ist so neu starten, das, So. Hoffentlich klappt's jetzt. Guck mal, wer da vorne fährt. Wie blöd es hat. Guck mal, wer da vorne fährt. Ja, wir hätten nur drei Runden Zeit gehabt. Das ist nicht klar, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Du musst mit dem Heck die Bande in die Sturzfolge. Aber auch lange Gänge, das ist ja nicht mehr. Ich werde diese Kürze übersetzen. Aber gut. Sind wir erstmal Runde 2.
Ja, das hat man auch geschafft. Ausgezeichnete Fahrkünste, gute Arbeit da draußen.